Ab Montag ist die Niederkirchner Straße in Hoyerswerda auf dem Abschnitt zwischen der Erich-Weinert-Straße und Heinrich-Mann-Straße voll gesperrt. Hier wird ein Kabel verlegt. Die Umleitung ist über die Bautzner Allee, Hermann- und Stauffenbergstraße ausgewiesen. Bei den Verkehrsbetrieben entfallen aufgrund der Bauarbeiten die Haltestellen Niederkirchner Straße und Neustädter Eck. Stattdessen werden von der Linie 4 die Haltestelle Jugendclubhaus und Konrad-Zuse-Straße bedient. Die Sperrung ist bis zum 14. Oktober vorgesehen.